Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen weiter. Wir werden gleich mal Silage Richtung BGH bringen. Heute ist Folge Nummer 3. Mal gleich mal losdüsen, gucken, wo der Ton ist. Ja, scheint okay zu sein. So, holen wir ein bisschen Silage. Ist ja noch ein bisschen dunkel, ne? Und dann machen wir mit Mais weiter, die Tiere haben versorgt, die ersten Schweine, oh, die ersten nur noch Schweine machen. Ja. Da sind ja noch ein paar Schweine zu machen, wegen Futter, und zwar aktuell nur zwei, aber immerhin, ne? Ja, die haben das Wasser gekriegt, glaube ich, Wasser müssen wir noch machen, auch noch, aber Futter ist mal immer ganz wichtig. Also, ich glaube, das kann nicht mehr. Also muss es sein, BGH kann dann immer so fleißig durcharbeiten. Und dann ist es ganz gut so. So, muss zu voll sein, ja. Gut, dann werden wir hindüsen, zum BGH, und da kurz auf die anderen rauflegen. Ja, ist ein bisschen schwierig zur Zeit mit Ton. Hintergrundmusik, gut, Maschinen, denke mal, sind zu hören. Musik ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir eins verfolgen, müssen wir die Musik auch wieder passen. Weil ich kann es hier so zeitnah nicht sehen. Ich kann zwar, ja. Ich wüsste zur Zeit nicht, wie man das machen müsste, wie man damit der Player extra zu sehen wäre. Also, da ja der Ton über derselben Spur läuft, wie die Musik vom Spiel. So, nur ein Mikrofon ist extra, das ist zu sehen. Wir können ein bisschen dichter ran. Denke mal, so muss das reichen. Na, oh nicht. Und Z. Gut. Das Heu, wenn man ja separat extra rausnehmen, sobald das komplett alle ist. Und weglegen erstmal. Und später fahren wir zur So, Futtermischfabrik. So, jetzt schauen wir mal. Schweineversorgung. Ich überlege gerade mit dem LKW, ob ich da mit dem LKW noch ein paar Schweine rüberfahre. Ah, das, wir machen das so, bis der Stall voll ist. So. Na. Jetzt hat man die Musik drin, ne? Müssen wir eigentlich hören normalerweise. So. So. Kühe sind auch schon munter. Ich war noch nicht ganz, aber besser wie gestern Abend. Gestern Abend war ich ja rockig, war ja total nicht zu nichts gebrauchen, sagen wir so. So, und heute werden wir ein bisschen was tun, ne? Das heißt, die Schweine ist da hinten. Da sind wir zu kurz gesprungen. Futter ist hier vorne links im Anhänger und da vorne der Traktor. Den Traktor immer gleich nehmen. Und hier im neuen Stall sind zwar aktuell nur zwei Schweine drin, aber die wollen auch Futter haben. So, Traktor, also Anhänger. Ich denke mal, das kann man gut hören, ne? Ja, denke mal schon. Das ist immer die berühmte Gretchenfrage, wie laut machst du das eine oder andere? Da sind die Traktoren nochmal unterschiedlich laut. Ist ja normal. Ne? Ist ja nicht jeder gleich. Aber schon, also die Originalmaschinen fast schon, das kann man so sagen, dass die ungefähr gleich sind. Gut, von zu Marke sicherlich kleine Unterschiede. Aber nicht so große, aber einige Mods sind halt ein bisschen lauter. Man hat es gut gemeint, um den Sound besser darstellen zu können. Aber das soll uns immer nicht stören. Wie machen wir Futter?
Die kriegen ja nicht, das ist ja nicht, brauchen ja nicht viel, aber ohne, ganz ohne Futter, das geht nicht. Oh doch, ganz paar Prozent ging rein. So, machen wir das Deckel zu und Traktor aus. Mal gucken wir ganz kurz rein in das Menü, ob alles gut ist. Wir haben noch zu ernten Hopfen und Rüben und Kartoffeln. Müsste jetzt bald soweit sein. Spätestens hier in denen. Im Winter würde ich keine Kartoffeln ernten. Das ist ein bisschen, ne? So, wettermäßig sieht es ja ganz gut aus. Im Winter den ersten Schnee. Oh, bis minus 7 Grad. Oh, das ist kalt. Das könnte ich schon vorhersagen. Na ja, gut, schön. So, Schweine, wenn die 150 Kilo haben, dann gehen die weg. Natürlich sind die anderen Sorten, das sind alles die Weißen drin, glaube ich, wie es aussieht. Na, die anderen auch. Die bunten. Müsste ich mal versuchen, das sortieren. Aber glaub ich glaube, ich habe von vornherein zwei Zuchtstelle haben müssen. Aber gut. Man ist mal hinterher schlauer, ne? Das sind etwas jüngere Tiere. Aber die sind auch. Im Grunde sind die ersten drei Ställe fast gleich. Also das ist minimal. So, und das ist unser Zweier hier. 2 Kilo. 12 Kilo. Unser Zuchtstall, ne? Das sind ja die 168 Kilogramm. Und die Sachen zwei Junge bei, wieder Junge bei, Junge, 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 oh, die Junge. Und das sind die dicken hier, die schweren, die müssen auch so 200 Kilo haben. Das ist schon im nächsten Ferkel da. Siehst du, geht da auf einen am anderen. Ratzfatz geht das hier. Milchhof. Da sieht ganz gut aus mit Gesundheit, um 21%. 0,3, 0,4, 0, noch nichts. 3, 5. Naja, gibt es noch vorwärts. Also, die Tiere sind gut versorgt. Wasser und Futter passt, passt, passt. Guter Sauberkeit. Das war der erste Stall, ne? Wir mal gucken. Der ist neu, das ist ganz, ganz sauber. Hier sehen wir nicht. Hier so ein Stall, so kenne ich von zu Hause. Fühlen sich die Schwalben ganz wohl. Da ist ein bisschen Futter, da ist ein bisschen Rest. Da können wir mal putzen. Da gibt es die, zum einen die Rauchschwalben, die direkt im Stall nisten. Und die normalen Schwalben, die draußen nisten, die fangen im Stall Fliegen. Das ist ein richtiger Flugkünstler. So, düsen mal gleich rein. Obwohl die Krähen sind nicht gerne gesehen, ne, im Stall, weil die ja auch Krankheiten von außen rein tragen können, ne? So aktuell die Schweinepest, die ist ja auch aller Munde. Krähen sind nicht so gerne gesehen. Und dann hier auf. Warum nicht? Jetzt schon, ne? Gut, ist auch wieder sauber. Oh. Kollision. Machen wir höher.
Dann komm vorbei. Ja, und in der Tür. Gut, das ist sauber. Jetzt gehen wir uns den Mais beschäftigen. So, Tiere haben versorgt. Schäfer und Mais. Begras auch alles da. Dann schauen wir hier. Oh, kein Kurs. Oh, das ist schlecht. So, wir sind zwei Runden gefahren. Hab ich kurz gespeichert. So, ein Meter. Ich müsste das nach Felder sortieren, das wäre besser. Erntefeld 3, ach so, genau. Gut, habe ich gespeichert. da war ich mal schlau, Anführungszeichen. So, dann wollen wir gleich einsteigen und einstellen. Der läuft. Und wir fahren selber ab. Weil das, mit Crossplay und die vielen Bäume hier am Rand und so, ne? Kram und so. Das war nix. Natürlich kommen wir nicht rum, wie wir wollen. Aber reinfahren meistens wollte ich auch nicht. Mal schauen, ob wir am besten schön drehen können. Dann fahren wir über die Straße. Natürlich nicht die Leitplanken. Nee, macht aber nichts. Ich bin trotzdem im Weg her, ne? Wichtig nur, wo die nicht drauf fahren. Normale Ernte wird nicht gehen, das ist noch zu nass, aber wir können Häcksel gehen schon. Wir häckseln mal jetzt. Wir gucken, wie viel Zeit schon getödelt haben. Ja. Tolle Sicherheitszeit. Muss ich mal ganz kurz mein Dings verschieben. Oh. Telefon, klingelt, Pause. So, weiter, Post war da. Muss ich ihn rausschneiden, hab's ja, das klappt auch. Sonst mache ich meistens OBS auch Pause. So, wir machen weiter Mais und ich kann ein bisschen Luft holen. Neue Webcam ist gekommen, 4K und nochmal eine externe Festplatte. SSD, um ein bisschen flexibel zu sein. In der Handhabung wegen Aufnehmen und wegen Überspielen. Auf dem zweiten Rechner wegen Bearbeiten. Oh jo. Alter Mann, das geht jetzt so. Fahr doch, Mensch Junge, fahr doch. Ja, ne, mal gucken. Also. Im Grunde ist die Folge fast fertig. Aber wir ein bisschen machen wir noch. Da wir ein paar was schaffen, ne? Hier ist die Grafikkarte, wir haben Grundreserve. Wir hätten noch ein bisschen höher stellen können. Aber
Das lasse ich aber so, nur die Dings immer richtig läuft hier. OBS ist eine neue Version gekommen. Einige Funktionen dazu, denke ich mal. Aber erstmal so. Ist ja so, dass es mal ein bisschen andere Einstellungen kommen könnte. Ton scheint im grünen Bereich zu sein, also Mikrofon, ja, schlägt aus. Ich bin zu hören, das ist schon mal richtig, ne? Leicht ein bisschen zu laut. Ansonsten Anne geht auch. Maschine und so, das ist ganz okay. Das ist leicht im gelben Bereich, nur ein bisschen reduzieren. Ton, Lautstärke. Jetzt ist wieder besser. Muss wie gesagt, das ist meine Entfernung von den Geräten. Also mein Filter muss ich auch noch ein ändern. Muss ich auch gleich machen nach der Pause hier. Wahrscheinlich auch anderes Tageslicht. Unser füllt sich auch langsam. Methode ist ein bisschen anders, wie ich mir jetzt gemacht habe, aber so. Hoffe, dass sie doch nicht backig sind, ne? Aber denk mal, sonst werden schon Meldungen gekommen. So, ja, streng. In Thüringen sind sie backig. Also beide Silos. Die Außenwände sind auf jeden Fall. In drinnen anscheinend nicht. Aber ja, gut. Ich habe ja den. Hier ist auch wieder so ein Deko hervor. Wäre mit einem Kärchen also nicht gut, ne? Zu machen, ne? Hier geht's auch rein. Wenn das so ist, schlecht. Dann, ja, wäre das ganz schlecht. Wenn das so stimmt, also muss ich mal schauen. Das wäre dann ganz schlecht. Und Arbeit umsonst. So, liebe Tor, das soll's für heute gewesen sein. Ja, mit kurzer Unterbrechung. Aber rechne ich heute mit der Post? Nee, überhaupt nicht. Dann sag mal tschüss und winke, ciao, ciao. Heute Nachmittag geht's dann weiter. Tschüss.